Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Großstadtleben. Da steht unsere Melodie noch und freut sich noch ihres Lebens. Hatte gerade vom Nachbarn Reitsch Besuch gehabt, der hat sich mal frech zum Essen eingeladen, hat sich dann aber nur Chips und Cerealien geschnappt, während wir hier leckeren Spieß gekocht haben. Na gut, egal. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und kennengelernt und keine Ahnung. Ich war derweil noch im Baumodus und habe hier unser neues Merkmal eingestellt, nämlich mal verflucht, weil wir haben die zweite Miete bezahlt. Wir durften jetzt das Merkmal ändern. Und ich will ja auch ein paar negative Sachen ausprobieren. Deswegen habe ich mich hier erstmal für verflucht entschieden. Hoffe, es wird nicht ganz so tragisch. Da habe ich dann auch festgestellt, dass wir im Haushaltsinventar scheinbar die komplette Wohnungseinrichtung von Diego drin haben. Die lassen wir da einfach drin. Ist ja egal, wird nicht zu Geld gemacht. Ich war halt nur überrascht, weil sie hatte ja zur Beförderung was bekommen, nämlich den kritischen Thron. Das ist eine Toilette. Sieht hübsch aus, schön bunt. Mhm. Die werden wir auch irgendwann in der neuen Wohnung vielleicht dann mal aufstellen oder so. Mal gucken. Ja, jetzt wollte ich eigentlich erstmal schauen, dass wir uns um einen neuen Job für sie kümmern, weil wir ja, wie gesagt, Level 10 erreicht haben. Wir suchen mal einen neuen Job. Gucken mal da, was du alles Neues machen kannst. Ich bin mal gespannt, was es da noch so gibt und dann werde ich das ziemlich kurzfristig so entscheiden. Spontan. So, natürlich hier aus dem Großstadtleben. Wo sind wir denn? Ah, hier sind die, ne? Politikerin, Schriftstellerin und Sozial... Nee, Quatsch. Hä? Boah. Warte mal. Astronautin, geheim, Leckermaul. Das gab schon. Malerin gibt es schon. Politiker, der ist neu. So, was gibt's denn da? Stelle dich in den Dienst der Öffentlichkeit, protestiere gegen die Ungerechtigkeit, sammle Spenden für den guten Zweck und kassiere ab und zu Bestechungsgelder. Als großzügige Spende ein. Politik ist immer interessant. Berufszweig Politikerin und Stiftungsverwalterin. Also in die Politik selber will ich eigentlich nicht. Stiftungsverwalter wäre vielleicht okay. Künstler, da haben wir jetzt nichts mehr angezeigt bekommen. Klar, weil wir das gerade haben. Soziale Medien. Was ist in? Wo gibt es das beste Essen in der Stadt? Wer ist der angesagteste Star? Starte eine Karriere im Bereich soziale Medien, um all diese Fragen für deine Follower zu beantworten. Blocke und besuche verschiedene Schauplätze, damit deine Follower regelmäßig vorbeischauen. Berufszweig, Online-Persönlichkeit und PR. Klingt auch sehr interessant. Mama, da kriegst du 16 die Stunde und was kriegst du hier? Auch 16 die Stunde. 8 bis 15 Uhr. Ach, 9 bis 15 Uhr. Hier musst du sogar weniger arbeiten. Ich würde sagen, ich hätte mal Lust auf soziale Medien. Und sehr wahrscheinlich dann in der PR-Richtung, weil Online-Persönlichkeit weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Das ist, glaube ich, na, wie heißt sie? ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, wir nehmen den. Melodie, ihren Beruf zu Medienpraktikantin ändern. Ja, das wollen wir machen. Juhu, wir haben einen neuen Beruf und sind jetzt Kunstkritikerkarriere verlassen. Melody hat ihren Arbeitgeber gekündigt. Sie war der Meinung, es wäre Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und zwar die Karriereleiter wieder hinauf. Genau, weil mehr konnten wir ja da nicht erreichen. Soziale Medienkarriere eingeschlagen. Melody ist jetzt Medienpraktikantin bei Simstagram. Sie beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Ja, es hat ja perfekt gepasst. Was wollte ich denn sagen? Wer ist denn das nochmal, den ich hier meine? Oh Mann, wir kennen sie doch. Wir haben sie doch lieb und alles. Wo ist sie denn, unsere Freundin? Da, genau. Die Penny, meine ich. Die ist nämlich, glaube ich, so eine Online-Persönlichkeit. Kann ich dich wieder runterschrauben? Danke. So, was müssen wir denn hier alles machen? Soziale Medienstatus aktualisieren. Okay, wie mache ich das? Und Grundstimmung sollte man verspielt sein. Ja gut, wir räumen jetzt hier erstmal noch auf. Komm, das kannst du mal machen und säubern und das auch aufräumen. Ja komm,
auch aufräumen. Zack. Dann mach das mal schnell. Und dann gehen wir... Ah, Arbeitsaufgabe. Soziale Medienprofil erstellen. Soll Melody Star ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Ja klar, logisch. Machen wir. Juhu. Arbeiten von zu Hause aus. Genau. Wir machen das. Wir werden uns da so ein Ding erstellen. Ich muss mal gucken, wie und wo und was und wann. Wahrscheinlich am PC, nehme ich mal an. So, ah ja, soziales Netzwerk, da haben wir doch was Neues. Gucke mal da, ein Medienprofil erstellen, das machen wir. Mhm. Und dann wird es Zeit, dass sie ins Bett kommt oder so. Sie ist zwar noch sehr wach und fit und alles, aber da wir den nächsten Tag arbeiten müssen, will ich hier nichts falsch machen. Wir wollen ja gut sein, ne, mit dem, was wir da so tun. Mhm. Ja. Und wir wurden nicht abgeholt zu irgendeinem Konzert. Wollte ich ja nur mal sagen. Wir haben mit irgendwem uns verabredet, zu einem Konzert zu gehen. Kam wieder keine Meldung. Hm, schade. Hätte ich ja sonst gern mal gemacht. So, dann zeig mal her. Wie machst du dir ein soziales Medienprofil? Wie, das war's schon? Einmal klicken und fertig. Und das soll jetzt dein soziales Medienprofil sein? Na gut. Ich bin gespannt. Sudle. Melody hat ein neues soziales Medienprofil erstellt im Bereich der sozialen Medien. Jawohl. Kommt man nicht weit. Achso. Im Bereich soziale Medien kommt man nicht weit, wenn man keine Online-Präsenz besitzt. Verwende dein soziales Medienprofil, um Follower zu gewinnen, dein Netzwerk zu erweitern und eine Online-Berühmtheit zu werden. Okay, machen wir dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall haben wir das jetzt erledigt und in 10 Stunden müssen wir arbeiten. Ja, dann geh du nochmal schnell, bevor du dich hinlegst, hier verwenden und duschen. Und dann darfst du auch ins Bettchen. Meinetwegen auch auf der Seite. Zack. Mach das mal schnell. Und dann spule ich hier mal ein bisschen, damit uns nicht so viel Zeit verloren geht. Ja, aber schön. Neuer Job für Melody. Ich bin gespannt, was uns da alles erwarten wird. Ich habe das ja nie probiert. Also das Einzige, was ich damals, glaube ich, ausprobiert hatte, mal kurz reingeschnuppert habe, war Politik und das auch nur ganz kurz und halt die Kunstkritiker-Geschichte. Die fand ich irgendwie ganz interessant durch das Streetart-Malen und ich male ja sowieso ganz gern. Ja, und deswegen habe ich mich da auch für entschieden. Der andere Kram ist jetzt alles komplett null Ahnung, was da so kommt. Aber wir schaffen das schon, ne? So. Naja, ist ja erst nachts um 1, keine Ahnung. Ah, noch voll viel Zeit hier. Und ich bin gespannt, was es mit dem verfluchten Merkmal hier auf sich haben wird. Och, der hat wieder einer die Musikanlage angelassen. Mach die doch mal aus über Nacht. Ich meine, ah, ach, Diego. Diego ist wach geworden. Ja, guten Morgen, mein Süßer. Und du hast Hunger, ne? Ja, genau. Nimm dir mal so einen Spieß. Der ist bestimmt lecker. Kannst du dir nehmen. Ich habe ja gestern gemacht und habe zum Essen gerufen. Du darfst dir davon natürlich auch was nehmen. Ist nur normale Qualität, aber egal. Schmeckt, glaube ich, trotzdem ganz lecker. Sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Ich hätte das jetzt gerne da so. Oh, sieht doch gut aus mit Tomätchen und Paprika und Gürkchen und Zwiebel und Olive und lecker. Oh, ist er Vegetarier? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube... Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist das Einzige, wo ich immer Panik kriege mit dem Merkmal Vegetarier. Da tue ich mich manchmal schwer. Ich vergesse das nämlich dann immer wieder mal aus Gewohnheit, weil ich gewohnt bin, dass meine Sims alles essen können. Alles Fresser. Und wenn ich dann Vegetarier zum Spielen habe, oh, oh, da greife ich dann schon gern mal daneben. So. Ah, Melody ist auch wach. Ja, supi. Dann komm mal her, meine Süße. Du hast auch Hunger, wie ich sehe, oder bekommst gleich Hunger. Allerdings noch nicht so großen. Das heißt, du könntest dir mal... ja, ah, da. Schnelle Mahlzeit einen Joghurt gönnen. Das reicht, glaube ich, für den Anfang. Du bist ja noch nicht mal gelb, aber so in die Richtung unterwegs. Da muss man nicht gleich so viel futtern. Ne? Und Diego ist derjenige, der hier immer die Musik anmacht. Ah, Diego hat damit ein Rezept gelernt. Ja, super. Das ist aber schön.
So, warte mal, Diego, wann musst du auf Arbeit? Nee, ach, der hat das Reichtum-Dings. Du musst noch schreiben, leveln. Und in 5 Stunden auf die Arbeit gehen. Okay, aufräumen kann Melody. Da sage ich nichts dagegen. Dann gehst du jetzt bitte verwenden und mal nachdenklich duschen. Und dann kannst du hier erstmal schreiben üben, bis du auf Arbeit musst. Zack. Bitteschön. Tu das. Weil wir müssen ihn ja auch ein bisschen vorwärts bringen. So ein bisschen wenigstens. Ne? Wäre schon cool, wenn er da auch nicht ganz so versagt. Aber ich freue mich jetzt auf Melody. Sag mal, du ziehst dir aber auch nichts mehr an, hä? Willst du uns dauernd hier in deiner Unterwäsche beglücken? Ah, ja, da. Und sie ist voll glücklich. Ja, was guckst du denn jetzt wieder an? Was für ein Sender ist das denn? Schlafmusik oder was? Mach das mal aus. Ich schlafe sonst gleich ein bei der Musik. Ja, genau. Und dann räumst du bitte auf und das auch. Und dann müssen wir mal schauen. Du arbeitest in 2 Stunden von zu Hause aus. Gut, dann gucken wir mal, was bis dahin angesagt ist. Du könntest ja in der Zeit bis dahin mal wieder ein bisschen singen üben. Wie sieht es überhaupt mit den Fähigkeiten aus? Das muss ich auch mal kontrollieren. So, wir haben einmal, zweimal, drei Sachen auf Level 8, 4 auf, also 7, 6. Melody Star arbeitet bitte von zu Hause aus. So. Moment. Was war denn eigentlich im zweiten Ziel? Ich glaube, wir haben das schon, ne? 5 Fähigkeiten auf mindestens Level 5. Ja, haben wir. Gut. Ist erledigt, brauche ich nicht weiter gucken. So, was musst du denn jetzt machen? Mit 5 verschiedenen Sims lustig sein. Ach Gott, nee. Und eine selbstsichere Rede im Nobelviertel halten. Das gehört zu der Online-Dingens. Ach du meine Güte. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen. Oh Gott, wie mache ich das am besten? Verspielt sein. Mit 5 Sims. Wir gucken Comedy-Kanal. Ja, das müssen wir machen. Und dann gehen wir erstmal wohin und sind lustig. Und da können wir uns vielleicht Zähne putzen, um selbstsicher zu werden. Hoffe ich, dass meine Idee so aufgeht. Ja, komm, hör auf zu singen. Ich krieg hier überall was ins Ohr geflötet. Ja, die Gesangsmeister. Hallo du. Ich gehe mal mit unter deine Dusche. Oh ja, schön. Dampft ja richtig. Ja, sehr fein. Du gehst jetzt bitte schreiben, üben. Du hast ja noch Zeit, genau. Wo ist er denn hier? Was hast du eigentlich noch in deinem Inventar? Wir hatten dich doch schon sammeln geschickt. Ah ja, okay, das könnten wir mal verkaufen. Die Poster brauche ich nicht, die sind mir sowas von egal. Aber die Schneekugeln, da können wir mal gucken. Ach, die haben wir doppelt, oder was? Ist das beides das gleiche? Blumbob und Blumbob, ja. Also wenn brauche ich den nur einmal. Hallo hier. Zack. Und was haben wir hier für ein Ding? Zweimal das Kühlschrankgläschen. Okay. Brauchen wir auch nur einmal. Zack. Weg damit. Oh ja. So kann ich deine Wünsche erfüllen. Das ist hübsch. So, und Melody ist verspielt. Ja, toll. Können wir jetzt einfach gehen und Diego geht automatisch zur Arbeit? Ja, ich denke schon. Aber du ziehst dir bitte mal was anderes an. Das geht so nicht. Zieh mal bitte das da an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann machst du bitte den Fernseher aus. Und dann gehen wir mit ihr ins... Was? Nobelviertel müssen wir, ne? Für die Rede zu halten. Okay, Nobelviertel, Nobelviertel da. Hier. Gehen wir mal dahin. Und zwar nur mit ihr. Diego muss noch ein bisschen daheim bleiben, bis er auf Arbeit muss. Muss mich jetzt erstmal wieder umgewöhnen. Ja. Also auf jeden Fall ist sie jetzt verspielt. Das sollte ja dann klappen, um lustig zu sein. Und danach müssen wir sie irgendwie wieder selbstsicher kriegen, um die Rede zu halten. Das ist ja mal interessant. Doch, klingt nicht schlecht. So, hier haben wir lauter Leute. Gucken wir mal. Du kümmerst dich um dich selbst. Warte mal, kannst du Fähigkeiten ausbauen, solange noch? Schreiben.
Genau, bau mal deine Schreibfähigkeit aus. Und wir müssen jetzt mit 5 verschiedenen Sims lustig sein. Okay, ja, das sollten wir hinkriegen. Dann fangen wir doch mit dem schon mal an. Lustig vorstellen. Und du da auch mal lustig vorstellen. Mal gucken, was wir da machen können. Ob das vielleicht schon reicht. Ja, hallo. Ich bin's, Melody Star. Ich werde mal irgendwann ein ganz großer Star. Ich schreibe auch schon Bücher. Weiß ja nicht. Oh, das hat schon gereicht. Guck mal da. Prima. Und dann hier lustig vorstellen. Ey, halt, 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 halt. Nicht weglaufen immer und nicht so viel mit den Einbabbeln hier. Ach, mit der hast du dich auch schon vorgestellt. Fünf verschiedene. Nee, es müssen verschiedene sein. Mist. Okay, dann hier den da, da, da. Der rennt da schon weg. Das ist mir aber egal. Ich will mit dir lustig sein. Können wir mal einen Witz über Aliens machen, bitte? Ganz schnell. Mach mal einen Witz über Aliens mit dem. Und dann gucke ich mal, wer hier sonst noch so unterwegs ist. Nü, 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 nü. Ja, noch nicht viel los. Okay. So, das war dann Nummer 3 hoffentlich. Aha! Sie lacht sich eins auf jeden Fall. Ja. Damit hätten wir das auch geschafft. Und da ist noch jemand. Stopp. Kurz anhalten. Okay, den kennen wir auch schon irgendwie. Und über da erzählen wir Witz über Enten. Mach das mal schnell. Ja, komm, nicht immer so lange plappern. Babbeln, meine ich. hast du dem jetzt einen Witz über Enten erzählt? Hallo? Open. Wappen. Lopi. Und den hatten wir den auch schon. Lustig. Witz über Pantomimen. So, gebe dem einen noch hinterher. Und dann müssten wir sie haben, 5 Stück. Auf, hopp, hopp. Achso, der kommt wieder raus. Wie nett von ihm. Er kommt wieder raus. Und unser Tantiemen bricht, ja. Hatten wir dir jetzt schon einen Witz erzählt oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es sind immer zu viele Leute da. Das war ein Witz, aber das hatten wir scheinbar schon. Hatten wir dir schon einen Witz erzählt? Oh Gott. Witz über Ingenieure. Mach mal das. Und? Zählt das? Nein, zählt auch nicht. Mist. Okay, ich brauche noch irgendwen, den wir hier noch nicht angequatscht haben. Ist denn sonst noch jemand hier? Nö, hier ist irgendwie tote Hose. Oh, könnten wir jetzt hier eigentlich mit Gitarre improvisieren? Das könnten wir. Nee, wollen wir aber nicht, ne? Und du gehst jetzt nicht in das Ding. Ich will erst mal gucken, da müssen doch noch irgendwo Leute sein. Hier. Ah, da stehen ganz viele. Gucke mal. Wen nehmen wir denn? Die da, die läuft da gerade so schön. Komm. Lustig vorstellen. Dann mach das mal. Geh, stell dich vor und dann gehen wir Zähne putzen und dann musst du eine Rede halten. Oh, Reitsch ist auch wieder da. Ja, sehr schön. Melodie, komm her. Hi. Ich will mich mal lustig vorstellen. Jawohl. Sehr gut. Sag mal, muss Diego nicht auf Arbeit irgendwie? Ich weiß es nicht. Hä? Oder hast du heute frei? Nee, in 2 Stunden erst. Okay. Gut, alles klar. Ich hatte schon Angst. Gut, dann haben wir das hier erledigt. Dann gehen wir wieder runter. Wusch, 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 wusch. Und irgendwo haben die da Toiletten, da kann man sich die Zähne putzen. Ich glaube hier. Einmal bitte Zähne putzen gehen. Dankeschön, Madame. Ich muss mich selbst sicher machen. Hättest ja eigentlich auch gerade mal auf Toilette gehen können. Gibt es hier auch Toiletten? Dann geh doch erst auf Toilette. Erst auf Toilette gehen und dann Zähne putzen. Hände waschen und Zähne putzen. Zack. Und das machen wir auch mal ein bisschen im Schnellverfahren, weil sonst immer so viel Zeit verloren geht. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Sehe ich wieder nichts. Ah, so blöd. Mist. Mist, Mist. Ich habe nicht gedrückt. Warum bist du jetzt auf einmal wieder langsamer? Egal. Ja, so ist fein. Dann geh du mal schön Pipi machen und putz dir die Zähnchen. Und da wird, glaube ich, gerade angerufen. Der geht bitte auf Arbeit. So, tschüss.
Muss ich dir jetzt sagen, dass du auf Arbeit gehen sollst? Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe, er geht dann einfach. Gut. Ja, putz mal dir eine Beißerchen. So ist gut. Riesenschaum vorm Mund. Und bist du jetzt selbstsicher? Warte mal. Warum nicht? Ah doch. Minzfrisch, okay. Gut, scheint geklappt zu haben. So, dann musst du nämlich noch eine Rede halten. Hier. Das wird ja eh nix. Rede halten. Eine energiegeladene? Ich wollte doch selbstsicher sein. Ja gut, dann üb erstmal. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann üb erstmal ein bisschen rum und vielleicht kommt das Selbstsichere ja noch. Das ist blöd, wenn man dann auch noch verspielt ist, 3 Stunden lang. Und aber eigentlich nur selbstsicher sein soll, ne? Mädel, was machst du so lange? Hallo. Ah, Diego ist auf Arbeit. Sehr schön. So, stopp. Jetzt kannst du eine Rede halten. Hör mal auf. Hallo, hör doch mal auf. Rede halten, selbstsichere. So, jetzt geht das. Alles klärchen. Und du fleißig arbeiten, bitte. So, schauen wir mal, wie sie eine Rede hält. Ja, aha. Erzähl uns was, Melody. Yes! Fipso Hompa. Kaling Slangy Dor. Zatork! Quimbo. Voll die Motivation. Ja, also ich finde, sie macht das ganz gut. Doch, ist in Ordnung, kann man lassen. Ah, herrlich. Guckt hier eigentlich auch irgendwer zu? Nee, ne? Da guckt doch eh keiner zu. Oh, da wird protestiert. Guckt mal. Hier wird protestiert. Gegen was protestiert ihr gerade? Ich halte hier eine Rede, deswegen hört kein Mensch zu, wenn ihr so laut protestiert. Was ist das? Irgendwas mit Geld. Prozenten. Wir sind gegen... was weiß ich. Und der möchte Geld spenden. Wir haben alle so Glücksschweinchen mit Geld über sich. Ja. Haben wir eigentlich noch irgendwie da so einen Wunsch? Jemanden auf dem Romantikfestival küssen? Okay, nee, das ist das Nächste, was wir hier machen. So, und wir halten hier noch die Rede und gut ist, ja. Wahnsinn. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, wenn mich hier natürlich keiner beachtet. Ist ja mal klar, ne? Ja. Bist du fertig? Hast's bald? Was will der denn? Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Jo, danke, Salem. Also aber nett. Wenigstens einer glaubt an uns. Wir spulen mal ein bisschen, weil das wird auf Dauer ein bisschen langweilig sonst. Jahu? Da, da, da. Was ist bald? Bla, bla, bla. 1, 2, 3. Also so eine Rede halten dauert extrem lange, muss ich mal sagen. Ja, die Rede von Melody hat niemanden inspiriert. Ja, das denke ich mir. Wen denn auch? Das hört ja keiner zu. Aber wir haben unsere Aufgaben erledigt. Und das heißt, wir sind ein bisschen weiter davor gerutscht. Wollen wir hier noch mit den Protestlern irgendwas machen? Was haben sie denn jetzt für komische Schilder? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Nee, irgendwie ist das alles nur Blödsinn. Ich glaube, Melody hat Hunger. Wir gehen mal wieder nach Hause. Ja. Und wenn wir daheim sind, gucken wir mal, was wir da so machen können. Muss mich ja auch noch um die anderen Fähigkeiten und so kümmern, ne? Wir können jetzt nicht nur da auf ihren Job gehen. Aber am PC musste ich heute gar nichts machen. Das irritiert mich ein bisschen. Naja, wir werden es ja sehen. Wie gesagt, es ist alles neu für mich, diese Online-Sache. Und mal schauen, was da so kommt. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass bei mir die Sonne reinscheint. Ich meine Uhr nicht richtig erkenne. Und ich weiß, ich glaube, meine Zeit ist um. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das mal so. Ja, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, du hast ja noch was zu futtern im Schrank, dann hol dir da mal was raus und ich beende dann hier einfach mal, da hast du noch 2 übrig, okay, ist ja egal. Nimm dir davon was und ich guck dann mal,
Wegen meiner Zeit, aber ich glaube, die müsste rum sein. Ich habe zwar immer nur ein mieses Gefühl und gern überziehe ich auch mal, aber ich glaube, das müsste ungefähr hinkommen. Dann setz dich mal hin, gönn dir ein leckeres Essen und ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!